Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Wir müssen mit Chloe reden. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ugh, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. Ich glaube, ich kann das Foto doch nicht mehr machen. Ich habe, glaube ich, schon wieder ein Foto verpasst. Oh Mann. So lame, they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Karte. Who needs a dorm map anyway? At least I can see that Nathan isn't in room 106 or 108. Okay. Kate. Supermax, falls du sie noch brauchst, Nathans Zimmernummer ist 111. Kate, du bist klasse. Danke, ich liebe es, wie du meine innere Rebellen wächst. Du bist längst eine Rebellin, vertrau mir, immer. Und sei bitte vorsichtig, okay? Na klar, ich halte dich auf dem Laufenden, das weiß ich doch. Smiley. Emoji. Oh, Kate brings it. So, room 111 is the magic number. Evan. Of course. That's why no shits were given. Evan rolls. Ja. Who would steal cat pics? Am 15. September wurde mein Rucksack. Ach so, das hatten wir schon mal. They have one more meeting left. Tritt den Gamer Guys bei. Wir spielen und analysieren jede Woche ein anderes Spiel. Von COD bis WoW, von Strategie bis Shooter. Lass die Spiele beginnen. Freitag, Wexler Media Center, 19 Uhr. Oh, why, hello, Trevor. And Dana? Ach, die sind das, die man hört. Ah, okay. Are toilet paper wars mandatory in the dorms? Free glory hole. Welcome to Black Smell. Echt jetzt? Sit and shit. Der ist gut. Der ist gut. Even after Kate. Nobody here learned anything about bullying. Ugh, jerks. At least nobody messed with the Kate portrait. Weine, Hipster, weine. Alter. Das sind solche Spasten, ne? Zach or Logan. Who knows? Bro's got a bro. Noch irgendwas? Das ist Nathans Zimmer. Okay, da gehen wir gleich hin. Ugh, skunkweed and video games. I sense Hayden is near. This just makes me think of Kate. Achso, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, oder? Wenn du das Opfer von Mobbing bist, bist du nicht allein. Schließe dich unseren monatlichen der monatlichen Selbsthilfegruppe. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. There is no unique picture of reality. Stephen Hawking. Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky I'm a pacifist. Schwuchtelalarm, alles klar. Looks like one of the jocks did care about Kate. Was steht da? Max, hurry up and find Nathan's room. Cossi Kate? Du hast der erste Buchstabe, ich kann es nicht lesen. Oh, you Bigfoots. Sieht halt aus wie ein A, finde ich. This can only be Nathan's room.
Now I need to find Nathan's phone. Or anything with clues. Max, ich weiß zu schätzen, dass du dich für David eingesetzt hast. Es gefällt Chloe nicht, aber sie muss erwachsen werden. Aber das wird nicht passieren, wenn ihr illegalen Unsinn veranstaltet, wie nachts im Blackwell einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist, also keine Ausreden. Ich hatte gehofft, du würdest sie auf den richtigen Weg führen, aber sie scheint wieder abzurutschen. David will ihr helfen, aber sie lässt ihn nicht. Du könntest so ein guter Einfluss sein, außer ihr wollt beide rebellieren. Tut mir leid, Joyce, ich baue auch Mist, aber ich versuche ein guter Einfluss auf Chloe zu sein. Ich weiß, Max, ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. Der beste Sohn der Welt. Dieses Diplom belegt, dass Nathan Prescott offiziell der beste Sohn der Welt ist. Oh, es ist ja doch schon niedlich, ne? That monochrome camera is brand new and costs about 6 grand. Bastard. I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. I really hope they were all consenting models. Hoffe ich auch. That is so Chloe. Ey Arschloch, wir müssen reden oder ich erzähle allen, was du getan hast und dafür wirst du bezahlen, Wichser. Oh my god. Chloe. Oh, Chloe. Ach du Kacke, Alter. I don't think one book can guide the Prescotts. Wutanfall, ein Leitfaden zur Aggressionsbewältigung für Teenager und Eltern. Immerhin hat er sowas. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Whale songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Also das erste Bild sah schon geil aus, muss ich auch zugeben. I don't think this prescription has helped, Nathan. Oh man. That dickhead stole one of my selfies. Alter. These films all have a dark pattern. Ey, viele DVDs der hat. Nathan likes his tortured subjects way too much. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Richtige Vorsichtsmaßnahmen. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Das kann man ein Kind doch nicht antun, so in so einen Anzug stecken. Nathan is way into this party. Bad sign. Hey, meine Hübsche, sag mir, was du heute Abend zum Vortex anziehst, damit ich genauso stylisch und teuer gekleidet sein kann. Ich bin voll scharf drauf und sammle nachher noch fette Partygeschenke ein. Ich habe meinem Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Kate lässt es krachen. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich und deine Mutter und ich sind immer für dich da, wenn du reden willst. Lass dir einfach einen Termin geben. Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt, aber für den Moment bleiben wir bei deinen Medikamenten. Während der Entwicklung von Pan Astartes brauche ich einen besonnenen und ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Prescott zu sein ist eine Last und ich werde dich Schritt für Schritt darauf vorbereiten, wie mein Vater vor mir.
Es war schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete, aber eines Tages wirst du mir danken. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es wird Zeit, dass wir dieser verschissenen Stadt einen Einlauf verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermassel es nicht, Sohn. Alter. Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. Tudo Bem aus Brasilien, kleiner Bruder. Es ist lange her, dass ich was von dir gehört habe. Also sag mir bitte, was in deinem aufregenden Schulleben in Blackwell vorgeht. Ich gebe bei all meinen Kollegen im Friedenschor an. Im Friedenschor, really? Dass mein talentierter Bruder Nate ein Vollstipendium für eine der besten Kunstschulen der Welt hat. Ich kann zwar nicht immer auf mein Handy oder meine E-Mails zugreifen, aber bitte, bitte, bitte schick mir neue Campusfotos, damit ich indirekt durch dein Objektiv blicken kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Und ja, Mutter hat mir gesagt, du steckst in Schwierigkeiten und Vater drangsaliert dich, aber du musst ihn entweder ignorieren oder dich gegen ihn auflehnen. Du weißt, ich liebe Papa Nate, aber ich bin wegen ihm in einem Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er hat Macht geerbt, nicht Weisheit, und die einzige Art, gegen ihn zu gewinnen, ist dagegen zu halten. Lass dich von ihm nicht für das Vermächtnis der Familie verändern. Ende der Predigt. Du bist in der Schule, ich wollte nur, dass du dich dort zu Hause fühlst. Ich muss wieder zu den Mangroven. Ich schicke dir gute Gedanken, schreibe mir, oder ich muss dir einen Jaguar ins Wohnheim schicken. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Extreme Appetithämmer. Generische Dexamine. Online erhältlich ohne Verschreibung. 100 Pillen, $250. Alles klar. Wow. Kiss ass much, Principal Wells. Nathan, ich möchte mich für die vor kurzem geäußerten Anschuldigungen entschuldigen. Ihr Name und Ihre Zeugnisse sprechen für sich selbst. Manchmal wollen andere Schüler dies ausnutzen, um sich selbst einen Namen in Blackwell zu machen. Ich weiß, Ihr Vater war aufgebracht, aber ich versicherte ihm, dass Sie niemals eine Waffe mit in die Schule bringen würden. Ich möchte Sie nicht vom Unterricht ablenken und bin sicher, diese Angelegenheit wird bis Ende der Woche aus der Welt geschafft. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich immer zur Verfügung. Alles klar. He has everything in here except peace of mind. Das war's dann ja, oder? Wir haben Nathans Zimmer doch jetzt komplett durchsucht. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Anleitung, Poster, Foto. Nee, das war's. Ah, Moment. Warum gehe ich wieder zurück rein? Wir müssen... Nein! Kann ich bitte wieder... Ah, ich muss raus. Moment. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen verwirrt. So. Sie war drin, genau. Ist immer noch kaputt. Okay. Immer noch kaputt. Ja. Jetzt ist wieder heile, alles klar. Gut, wir haben das komplette Zimmer durchsucht eigentlich. Max, what are you doing? Hurry up. Hab ich doch, hä? What? Also, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. So, wenn ich jetzt habe ich ja eigentlich nichts mehr kaputt gemacht, ne? Muss ich jetzt nochmal alles ansehen. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan's. That monochrome camera is brand new and costs about $6,000.
bastard. I thought Victoria had the photo, link, but once I really hope they were all consenting models. Ich glaube, es wurde alles resettet, dadurch, dass ich von außen alles zurückgespult habe. Oh my god. Chloe. Oh, Chloe. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Das kann sein. I don't think one book can guide the pre. Damn, Nathan, it's so damn creepy, but that looks like a totally fun show. Das hatten wir alle schon. Nathan has a light side. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Ansehen. I don't think this prescription has helped Nathan. Remember. Oh! Nathan Prescott. All-American teen. Butts and Boobs. Die besten Titten. Oregons. Crystal. Brandneue Fotos. Oh man. That dickhead stole one of my selfies. These films all have a dark back. Nathan likes his tortured subjects. Holy shit. That's the gun Nathan... I'd cry too if I had him for a fa... Let's see what Nathan hides in here. Nathan is way into this party. Zack, zack, zack. Too bad Nathan zack, isn't... Yes, Nathan zack, Schwau. Zack. Kiss ass much, Principal Wells. Oh. Ah. Das hatten wir vorher aber nicht, die Kratzspuren da, oder? What the hell are all those marks on the floor? Let's find out what you're hiding. Oh yes, little phone. You are mine now. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back. Gut, dann haben wir alles. Cool, now it's opened. Und es ist nicht kaputt. Ach, gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me ho. Max, I got this. Get the fuck out of my face. You are alles klar. So fucking dead. Get off me, bro. Corin, stop it. Come on. Oh, my head. Why are y'all looking at me like that, huh? You and you, you're all dead. Let's go, now. Plus, my dad is on his way. You're all fucked. He owns you. Even if Nathan definitely deserved a beating, we should try to be better than that. Eben. Er hat ihn sonst krankenhausreif geprügelt. Das hätten wir nicht zulassen dürfen, ey. So, Leute, allerdings. Beenden wir jetzt hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.